Hallo und herzlich willkommen YouTube Community zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch, wie ihr Grandmar 2 on PC mit Grandmar 3D in einer Session miteinander verbinden könnt. Ich habe vor einiger Zeit schon mal eine einfache Variante in einem Video vorgestellt. Allerdings ist diese seit dem neuen Update 3.1 nicht mehr möglich, da die Session-Buttons in MR3D entfernt wurden. Ich zeige den Vorgang nun an der 3.1.1.1. Allerdings sollte es bei den vorherigen und folgenden Versionen genauso funktionieren. Fangen wir an. Als erstes öffnen wir Grandmar 3D, um ein paar Einstellungen vorzunehmen. An dem roten gebrochenen Herz können wir erkennen, dass sich MR3D in keiner Session befindet. Zunächst müssen wir überprüfen, in welchem Netzwerkmodus sich der Visualizer befindet. Dies sehen wir unten links bei Network Type. Um einer Grandmar 2 Session beizutreten, muss auch der MR2 Modus ausgewählt sein. Außerdem müssen wir kontrollieren, ob Einladen, also Invite, erlaubt ist. Falls das Session-Fenster bei euch nicht angezeigt wird, reicht ein einfacher Klick auf den Verbindungsstatus. Nun kommen wir zum wichtigen Teil, dem Einstellen der IP-Adresse. Dazu gehen wir auf File, Settings und Network. Hier haben wir nun mehrere Adressen zur Auswahl, je nachdem, ob eure Session über WLAN, Ethernet oder nur auf diesem Computer gehostet wird. Da wir in diesem Fall keine weitere Konsole benutzen, wählen wir die Loopback-Adresse, also unseren lokalen Computer. Falls ihr noch eine Remote-App benutzt oder das neue Red Remote, solltet ihr das ganze WLAN starten. Achtung! Die Adresse muss nachher mit der Grandmar übereinstimmen. Falls ihr also schon eine Session gestartet habt, wählt die bei der Grandmar verwendeten Adresse. Falls ihr die Adresse ändern musstet, müsst ihr Grandmar 3D jetzt neu starten. Falls nicht, könnt ihr das Fenster jetzt einfach minimieren. Hier müssen wir nun nichts mehr einstellen. Also öffnet ihr als nächstes eure Grandmar on PC Konsole. Wichtig, ihr solltet in beiden Programmen dieselbe Version benutzen, da es sonst nicht funktionieren könnte. Wir gehen nun in das Setup Menü und wählen unter Network Standalone das Verzeichnis MR Network Control. Hier sollten wir erst einmal die IP-Adresse einstellen, falls diese nicht mit der in 3D übereinstimmt. Auch hier, falls ihr die Adresse ändern müsst, müsst ihr die Konsole erst neu starten. Als nächstes erstellen wir unsere Session. Dazu gebt ihr eine gewünschte ID und einen Namen ein. Natürlich könnt ihr auch ein Passwort verwenden. Dies ist aber nicht unbedingt notwendig. Wir drücken Create Session und haben erfolgreich unser MR-Netzwerk erstellt. Nun müssen wir nur noch Grandmar 3D zu diesem Netzwerk hinzufügen. Dazu gehen wir zurück in das Setup und öffnen das Menü MR Network Configuration. Hier müssen wir MR3D als Visualizer hinzufügen. Dazu öffnen wir den Reiter 3D und klicken auf Add. Es öffnet sich ein Fenster, in dem wir unsere 3D-Station finden. Diese können wir mit einem einfachen Doppelklick der 3D-Tabelle hinzufügen. Nun müssen wir nur noch einen Rechtsklick in das Feld Session Member machen und sobald sich die Spalte grün verfärbt, haben wir Grandmar 3D unserer Session hinzugefügt. Dies erkennen wir an dem grün blinkenden Herz in MR3D. Wenn wir nun eine Lampe patchen, erscheint diese automatisch in Grandmar 3D. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video ein wenig weiterhelfen.